Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Season 5 ist ja voll im Gange und geht noch so ungefähr anderthalb Monate. Und heute geht es um den Druiden. Viele wissen ja, Druide ist somit meine Lieblingsklasse. Und der Druide hat ein Bild, was vermutlich, zumindest mal aus meiner Erfahrung her, wahrscheinlich der beste und stärkste Bild ist. Oder ja, der stärkste Druide aller Zeiten tatsächlich. Ich glaube, also Tornado kam auf gar keinen Fall ran. Letzte Season Tornado war gut, aber nicht so wie der hier. Das werdet ihr gleich auch sehen. Es gab mal einen Bulwark-Druide, der hat auch übel reingescheppert. Aber alles, was ich bisher vom Druiden gesehen und gemacht habe, die letzten Monate, im ganzen letzten Jahr, würde ich fast behaupten, das hier ist der stärkste Druide, den wir jemals hatten. 200er Bosse, gar kein Problem. Höllenhorde, Stufe 7, Stufe 8, gar kein Problem. Und ja, relativ einfach auch zu bauen tatsächlich. Und auch sehr anfängerfreundlich. Das werdet ihr gleich aussehen, weil man eigentlich die ganze Zeit nur eine Attacke spammt. Was ich euch einmal zeigen wollte, war der Schaden im Trainingsgelände. Da kann man ja immer schon mal ganz schön reinluschern. Mehrere Trainingspuppen, damit man da einen richtig schönen Impact sieht. Und was ihr dann im Prinzip macht, ist die ganze Zeit Erdrutsch zünden. Das hätte ich vielleicht am Anfang mal sagen sollen, ist der normale Erdrutsch-Lightning-Storm-Build. Den werden viele von euch schon kennen. Da habe ich das Rad nicht neu erfunden. Den gab's und gibt's schon ganz doll in der Season. Aber ich musste euch den einfach zeigen, weil der so enorm... Guckt euch das an. Was ist das, bitte? Was ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Ich kann die Zahlen nicht mal richtig identifizieren. Da ist jetzt gerade so 1 Million. Wenn ich was weiter weggehe, dann sind die Zahlen nochmal höher, weil ich 300% Entfernungsschaden auf entfernte Gegner habe. Aber dann kann man es leider nicht mehr so gut sehen. Aber ja, also das ist wirklich verrückt. Das ist wirklich verrückt. So was habe ich noch nie gesehen beim Druiden. Ja, okay. Ich erkläre euch ein bisschen was. Ihr seht schon unten an der Leiste, irgendwie komisch. Der Lu hat da nur 5 Attacken drin. Wo ist die 6. Attacke? Das liegt daran, dass der Bild natürlich noch nicht perfekt ist bei mir. Aber da gehe ich jetzt drauf. Also, Items. Was ist wichtig? Ihr seht zwar hier 2 Uber-Unix, Leute, 2 mystische Items, aber die sind absolut nicht mandatory, also absolut nicht nötig. Machen dem Bild aber signifikant Stärke. Gerade der sternlose Himmelring, den habe ich vorher nicht gehabt. Den habe ich auch ohne, habe ich dem Bild gespielt und hatte dann einfach den Schattenaspekt auf einem Ring. So dass man, wenn man einen Gegner mit Kontrollverlusteffekte legt, Ressourcen bekommt. Und mit Attack Speed und Crit Chance geht das schon klar. Aber der sternlose Himmelring ist natürlich best in slot. Also das beste Item, was ihr hier spielen könnt. Das heißt, den hier auf jeden Fall bekommen. Ich muss sagen, ich habe wirklich nicht viel gespielt. Und ich will niemanden in den Kommentaren hören, 2 Uber-Unix, wie soll ich die bekommen? Ich habe wirklich richtig wenig gespielt. Ihr kriegt von Uberlit ein Uber-Unix geschenkt. Ihr kriegt vom 200er Endboss ein Funken geschenkt. Ihr kriegt aus der Wolfs-Questline, aus Mutter, Liebe der Mutter oder wie die Questline da heißt in der Season, einen Funken geschenkt. Und wenn ihr dann noch ein einziges Uber-Unix bei irgendeinem Endboss bekommt, könnt ihr euch schon eins craften. Mein Dumi und auch den sternlosen Emmering habe ich beide gecraftet. Ich habe 2 Charakter bei der Wolfs, ich sage mal Wolfs-Ära, aber es ist Mutter der Liebe der Mutter oder so heißt das ja jetzt. Hochgelevelt, habe dadurch 2 Funken bekommen, habe Uber-Lilith gekillt und den 200er Boss gekillt und dann nochmal 4 random Ubers zerstört und dann die beiden hier mir gebaut. Das kriegt ihr wirklich gut hin, wenn ihr nicht nur 2 Minuten am Tag spielt, kriegt ihr das wirklich hin. Das ist nicht so schwer, es war noch nie so einfach Uber-Unix zu bekommen wie diese Season. Dann, ganz wichtig natürlich, abgesehen von den beiden Ubers, ein Totem, wo ihr Crit-Chance und Attack-Speed drauf habt. Vorab schon mal, der Bild ist natürlich unten verlinkt, könnt ihr euch da auch einfach abpausen, was ich da reingetickert habe. Dann hier Wildherz und Hunger, ganz wichtig, so viel wie möglich auf Attack Speed, das werdet ihr jetzt noch ein paar Mal hören. Attack Speed ist super wichtig, dass man könnte sogar sagen, dass es der Season der Attack Speeds ist, weil Jäger darauf setzt, Magier darauf setzt, teilweise sogar auch der Barbar darauf setzt, auch wenn der Barbar die Season gar nicht so gut ist, aber Attack Speed ist wirklich sehr, sehr wichtig, das heißt, ihr wollt hier Wildherz und Hunger, so wie ich hier mit einem Crit auf Attack Speed, beziehungsweise einem Greater Affix auf Attack Speed, dann T-Bolts Wille auf jeden Fall drauf mit einem hohen Aspekt
und hier alle Werte, Schadensreduktion, ist eigentlich egal, aber wichtig ist, dass der Aspekt damit drauf ist. Wickel des unbesungenen Asketen, natürlich auch super wichtig, und hier wollt ihr Crit-Chance haben, Schaden gegen entfernte Gegner und die Ränge auf Gewittersturm, trotz ist nicht so wichtig, aber vor allen Dingen Schaden gegen entfernte Gegner, seht ihr, habe ich 300%, das böllert nochmal richtig gut rein. Hier wollt ihr entweder Tyraels Macht, wenn ihr also ein Tyraels Macht auf der Tasche habt, könnt ihr Tyraels Macht spielen. Ansonsten wollt ihr hier eine Brust spielen mit Ränge zu defensive Skills. Weil, bevor ich es vergesse, ihr spielt normalerweise hier die Zyklonrüstung noch. Nicht um die unbedingt einzusetzen, sondern um die passive 15% Schadensreduktion mit dabei zu haben. Ja, deswegen defensive Skills oder halt Zyklon-Armor Ränge reinzumachen in die Brustrüstung. Beim Kopf Vasilis Gebet und dort ist ganz wichtig Willenskraft hoch und Ränge zu Abwehrhaltung. Amulett ein ganz normales und hier wollt ihr eigentlich nur Ränge haben. Ränge für Vergiftung, Ränge für geschärfte Sinne, Ränge für Nature's Reach, alles mögliche, was ihr an passiven Rängen bekommen könnt, wollt ihr auf dem Amulett drauf haben, ist natürlich sehr, sehr selten. Ich habe jetzt hier eins mit Greater Affix auf geschärfte Sinne, das ist schon sehr gut. Und darunter dann Crit-Schaden, da habe ich jetzt Verwundbarkeitsschaden, weil Herden und ich sind so ein bisschen auf Kriegsfuß und Zehengänger wollt ihr auch nicht, ihr wollt natürlich normalen Movement Speed. Und beim Erdbrecher, das wollt ihr genauso wie ich es hier haben, GA auf Attack Speed und dreimal Kritten auf Attack Speed, der Rest ist irrelevant. Crit Chance natürlich gut, aber wenn ihr eine Crit Chance von 100% habt, dann könnt ihr das ignorieren und ich bin jetzt gerade bei 94%, deswegen habe ich auch keinen GA und auch keinen Crit auf der normalen Crit Chance. Ja, ich habe hier zweimal gekrittet auf die Crit-Chance, weil ich auch einen Greater Affix habe. Ihr solltet auf die Crit-Chance ungefähr auf über 90% kommen, am besten natürlich 100%, so viel Attack-Speed wie möglich und ja, der Rest ergibt sich von selber. Auf die Skills und so werde ich nicht eingehen, das könnt ihr euch alles im Bild unten selber abpausen. Und ja, dann wird der Bild bei euch so aussehen wie hier. Ihr bekommt Ressourcen durch eure Ult wieder zurück und durch eure ödendes Bollwerk. Das heißt, wenn ihr mal Ressourcenprobleme habt, dann könnt ihr die beiden zünden. Ansonsten ist wegen Wildherzen Hunger der Sinn des Builds immer wieder zwischen Werbär und Werwolf zu tauschen. Das heißt, wenn ihr den maximalen Schaden bei einem Boss raushauen wollt, dann haltet ihr Erdrutsch gedrückt und macht die einmal pro Sekunde die Basisattacke. Und dann schaut auf meinen Bären. Der verwandelt sich ganz kurz in Werwolf und macht so, dass er die Wildherzen Hunger Stacks hochhaut. Das seht ihr auch unten in der Leiste, könnt ihr euch aber auch hier angucken. Wildherzen bin ich jetzt gerade bei 11 Stacks und insgesamt könnt ihr dann, wenn ihr gute Wildherzenschuhe habt, auf 60% zusätzlichen Schaden nochmal kommen. So ist auf jeden Fall die Taktik. Ist meiner Meinung nach der stärkste Build, den ich jemals beim Druiden gespielt habe. Die meisten, die mich schon länger verfolgen, wissen, Druide ist mein Lieblingscharakter und ich habe so gut wie alle Builds bei dem irgendwie mal gespielt. Aber das, so habe ich das in der Form noch nicht erlebt. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Druiden unten in die Kommentare. Ich weiß, dass viele den sowieso auch schon spielen. Da habe ich gerade 11 Millionen gesehen mit einer Überwältigung. Sehr cool. Aber die Attack Speed ist halt das, was so übel reinknüppelt. Ja, schreibt gerne unten eure Meinung zu dem Bild rein, finde ich sehr, sehr krass. Was mich auch mal mega interessieren würde, ist eure Meinung zu Season 5, weil da sind ja die Meinungen auch total gespalten. Ich bin nicht so der übelste Fan von Season 5 und der Höllenhorde. Bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und wie immer würde ich mich natürlich sehr über ein Follow freuen, sehr über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.